Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich leckeren Chili Cheese Hot Dogs. Ihr wisst, was das bedeutet? Ganz genau. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Unser heutiges Video kommt vom Landmann Kepler. Kugelgrill. Long time no see. Aber immer wieder schön. So, Anzündkamin voll mit Holzkohle ist durchgestartet. Den füllen wir jetzt in die beiden Kohlekörbe. Und dann lassen wir den Grill kurz für 10 bis 15 Minuten vorheizen, inklusive Rost. Dann brauchen wir eine gusseiserne Pfanne, etwas Öl, Zwiebeln und Knoblauch. Da ich die Pfanne im kalten Zustand draufgestellt habe, einfach den Deckel nochmal zumachen und anfangen zu rühren, wenn es anfängt zu brutzeln. Ja, richtig schön. Ich liebe das, wenn das so langsam aufheizt, da verbrennt nichts. Und der Geruch gerade von Zwiebeln und Knoblauch in Kombination ist wirklich phänomenal. Wenn wir das dann ein paar Minuten angebrutzelt haben, dann geben wir Hackfleisch hinzu. Man kann jetzt hier Rinderhack nehmen oder Schweinehack oder halb und halb. Am Ende geht es darum, dass wir so eine kleine Hackfleischsoße machen. Oder halt dann im Amerikanischen wird das ja auch oft als Chili verkauft, ne? So, und dann gibt es ja immer die Glaubenskriege mit Bohnen und ohne oder so. In dem Fall ist es einfach nur eine Basis-Hackfleischsoße, die ich hier mache. Wir geben etwas Tomatenmark hinzu, das ist zweifach konzentriert. Das lasse ich in der Mitte auch immer so ein bisschen mit anrösten, dann bekommt das noch einen geilen Geschmack. Und jetzt rühren wir das einfach weiter um. Dann geben wir einen ordentlichen Barbecue-Rub hinzu und Salz und Pfeffer. In dem Fall Jack and Smoke. Ihr könnt aber auch jede andere Salz- und Pfeffermischung nehmen. Dann löschen wir das Ganze einmal mit Balsamico-Essig ab. Wie immer einen ordentlichen Schuss Bier dabei, hat noch keinem geschadet. Und last but not least, passierte Tomaten. In dem Fall sind das so passierte Tomaten, da sind Kräuter drin. Jetzt kann man auch Al-Arabiata nehmen oder sowas, wenn es was schärfer sein soll. Bei uns essen heute die Kinder mit, deshalb gibt es da nicht so eine riesen Schärfe. So, das war's dann auch schon mit unserem Topping für unseren Hotdog. Jetzt setzen wir das beiseite und kümmern uns um die Bratwürste. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, Hotdog, mache ich das mit Siedewurst, mache ich das mit Bratwurst. Man kann natürlich machen, was gefällt. Also erlaubt es, was gefällt. Schon immer so gewesen. Ich habe allerdings an der Stelle nicht besonders gut aufgepasst. Natürlich war das hier viel zu heiß. Jetzt zeige ich euch mal ein cooles Feature bei diesem Grill. Dieses klappbare Gussrost, das ist wirklich praktisch, weil da kriegt man nämlich immer so einen kompletten Kohlekorb, auch bei laufendem Grillbetrieb noch entfernt. So, ihr seht das eine Würstchen links oben, das hat schon ein bisschen mehr Röstaromen. Der Rest hat es noch nicht so krass erwischt. Hier, da, das ist es. Und macht aber nichts. So, jetzt haben wir die Hitze reduziert, gerade noch so gerettet. Und jetzt grillen wir hier unsere Würstchen dann schön gleichmäßig oder so gleichmäßig das noch geht, dass sie braun werden von allen Seiten. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich denke, Würstchen grillen, das kriegt jeder von euch hin. Wahrscheinlich sogar besser als ich hier heute. Jetzt gibt's einen geilen Hack. Und zwar pimpe ich meine Aufbackbrötchen, indem ich sie mit Ei bepinsel, dann gebe ich da ein bisschen Käse drauf und etwas Fisch und Butter, also so eine Kräutergewürzmischung. Und dann habe ich hier ein aus einem ganz, ganz popligen Aufbackbrötchen, ein zumindest für so einen Hotdog richtig, richtig cooles Brötchen geschaffen, wie ich finde. Also, bisschen Senf drauf, die Bratwurst und dann einen ordentlichen Löffel von unserer Chilisoße. Hier, oh, das sieht schon sehr gut aus. Etwas Käse. Ja, und der Rest der Toppings ist so ein bisschen optional, ne? Ich habe jetzt hier noch gewürfelte Gürkchen genommen und natürlich, ja, Jalapenos, ne? Eingelegte Jalapenos. Das passt richtig geil. Jetzt kann man den nochmal kurz für ein paar Minuten zurück auf den Grill legen. In der Zwischenzeit kann man auch noch einen zweiten belegen oder so. Für alle die das jetzt nachgrillen wollen, natürlich gibt es die Videobeschreibung unten. Da befindet sich eine Liste mit den Zutaten. Da kriegt ihr das ganz einfach nachgemacht. Wieder hier ein bisschen Senf. Och. Da habe ich jetzt schon beim Vertonen schon wieder Lust drauf. Würstchen. Ah, Chili. Das könnte ich immer weitermachen. Geriebenen Käse, Gürkchen, Jalapenos. Ich denke, ihr kriegt das hin. Ja, das ist mal ein echt cool gepimpter Hotdog, wie ich finde, für einen lausigen Samstagnachmittag zur Corona-Zeit. Auch das Ganze haue ich nochmal kurz auf den Grill, dann wird das Brötchen nochmal warm, der Käse kann noch ein bisschen zerschmelzen.
Hier ein paar Close-Ups vom finalen Ergebnis. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, kann man das essen, ohne danach duschen zu müssen? Ja, es geht. Es geht wirklich. Mit Können, aber es geht. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren. Natürlich das volle Programm. Wisst ihr wie immer. Fanpages besuchen auch, ist auch klar. Ich danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.